Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Onkas at Ur-A. Im letzten Part haben wir die Katzenfische. Den Katzenfischen. Einen Moment bitte. Ist das Sound gerade übelst laut. Also jetzt für mich, ihr hört es natürlich im Standard und ich fall da gleich rein. Wir haben den Katzenfischen. Oder für die Katzenfische. Ah Mann! Die Katzenfische wurden getötet, so. Sagen wir es einfach so. Und jetzt können wir mit unserem neu erhaltenen Geld, nämlich 1310, in ein neues Gebiet. Nämlich da, wo wir schon mal waren, wo wir aber zu wenig Geld hatten und wir dann eiskalt wieder weggeschickt wurden, wir fast geweint haben. Da können wir jetzt hin. Allerdings habe ich ein kleines Problem. Erstmal natürlich wieder Leben cheaten. Habe ich noch volle Schokolade? Ja. Nämlich weiß ich gar nicht mehr, wie ich da genau hinkomme. Hep. Wie kam ich da nochmal hin? Wenn ich... Ja doch, ich glaube schon. Wir müssen ja wieder durch den... Durch den Scheißhaufen. Nicht wahr? Ja, müssen wir jetzt echt nochmal den kompletten Weg dann nehmen, ey. Das ist ja auch irgendwie blöd gemacht. Aber was will man machen? Gott, dieses Geräusch, ey. Das ist so geil gemacht. Ich kann dir mal einen lustigen Fun-Fact liefern. Bevor ich es noch vergesse, irgendwie, das wollte ich eigentlich schon am Anfang anmachen. Das Spiel hier hat ja einen Preis gewonnen. Nämlich für seine Musik und für seinen Sound. Weil das hat nämlich für N64-Verhältnisse, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wirklich einen extrem guten Sound. Hört sich alles sehr realistisch an. Und auch für seine Musik hat es eben einen Preis gekriegt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo und was. Ein Grammy? Nein. Grammy kriegt ja jeder. Warum genau? Was für ein Song? Das werdet ihr gleich noch erfahren. Vielleicht in diesem Part schon? Nee, glaube ich noch nicht in diesem Part, oder? Warte mal. Nee, kann noch gar nicht in diesem Part sein. Das wird noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall kommt da noch ein Song, der ziemlich cool ist. Und ja, mein überhaupt einer der besten Soundtracks von Videospielen, meiner Meinung nach. Oder der Song halt. Ist auch schon fast ein bisschen legendär. Und ihr werdet es noch sehen. So, jetzt muss ich erstmal durchkommen. Letztes Mal bin ich ja No Death hier durchgekommen. Wow, es war knapp. Hab mich selber ein bisschen gewundert. So, irgendwie hält der Conker neuerdings total wenig aus. So. Und durch. Boah, das war schon arschknapp. Und hier wird's wieder lustig. Und habe ich jetzt das Leben eigentlich eingesammelt? Nö. Natürlich nicht. Boah, schon wieder No Death durchgekommen. Meine Güte, aber ich hätte echt mal das Leben einsammeln sollen, ich Trottel. Habe ich vergessen. Hätte ich jetzt ein Leben mehr. Aber naja. So. Ja, batsch, batsch. Dann kann ich hier endlich mal laufen. Ach ja, jetzt muss ich ja hier wieder hoch, ne? Du Scheiße. Da fehlt wieder die Textur der Leiter. Denkt sich das Spiel. So. Waren jetzt schon mal auf so einem Deckel hier eigentlich, ne? So, vorsichtig rüber, dass ich nicht runterfalle oder so. So, und jetzt sollten wir aber genug Geld haben. Und der Typ scheißt da erstmal. You'll have to pay the toll. That's nice. There you go. $1,000. Thanks. Can I get past now? Hey, I'm not finished yet. Jetzt haben wir 1000 Euro verloren. Oder Dollar. And I think by the description given to me that you are a squirrel. I am not a squirrel. Nee. Yes, you are. You fit the description perfectly. Oh, really? And could you describe this description to me? Well, short, red fur, a big bushy tail. And a touchy nose. You're a squirrel, all right. And you're coming with me. Look, I tell you, I'm not a squirrel. Get your hands off me. And what are you then? I'm an elephant. Natürlich. Squirrels aren't short and furry. They're big and gray. What? Yeah, that's for twitchy noses. They don't have them. No. They're long and snouty. They also have flappy ears. Are you sure? Of
enough, I'm sure. See ya. Oh Mann, ey. Oh. Ist mal eiskalt verarscht. There's nothing quite like a good sh. Now then. It's alright, it's alright. That's not a squirrel. He's an elephant. An elephant. You stupid twat. Oh yeah, let's see. Wunderbar, wir haben erstmal die $1000 wieder gekriegt. So, jetzt sind wir bereit für das Gebiet hier. Mal kurz noch hingucken. Interessant. Sind natürlich erstmal Dinos, ne, normal. So, ich weiß ganz selber nicht mehr, wie man hier genau rumkommt. Versuch einfach mal rumzugehen. Lalalala. So, mal gucken. Da können wir ja reingehen. Hey, over here! Somebody get me! Oh, oh! Alter Schwede! Alter Schwede! No, wieder runtergefallen. Oh. Hier liegt Knochen rum. Okay. Oh, das war fies. So, versuchen wir es nochmal. Ist ja auch sehr nett, wenn man überhaupt nicht sehen kann, wo der ist, ne? So. Wunderbar, erstmal wieder Geld gekriegt. Schon wieder. Hey, where the f you been, you ginger bastard? Wunderbar. I can put it for the rest of my dead presidents. Was? Mein toter Präsident? Ich weiß selber nicht mehr, wie genau. Ich glaube, ich muss einfach mal raufgehen. Raufgehen und... Boom. Und nochmal. Und nochmal. Aua. Okay, jetzt haben wir erstmal natürlich einen Eingeborenen hier, einen Ureinwohner, erstmal erschlagen, eiskalt. So. Ich glaube, wir können hier sogar nochmal raufdrücken, wenn ich mich nicht irre. Ups. Ah ja. Ah ja, jetzt haben wir einen Durchgang geöffnet, das ist ja wunderschön. Au. Ich dachte, ich könnte ihn erschlagen. Verdammt. Wo haben wir denn die Schokolade her? Tja, nur eben. Egal. So, hier sind sogar Steine. Aggressive Steine, möchte ich nochmal anmerken. Sneakers. Rock solid. Okay, das ist scheinbar eine Disco. Oh Gott, ich freue mich schon so auf die Disco. Egal. Pass auf, dass die uns hier nicht kloppen, die besoffenen Steine. Wir müssen jetzt natürlich erstmal hier durch. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das jetzt machen muss. Ne, warte mal. Wie ging das nochmal? Ach so, alles klar, alles klar. Well, da ist ein Stein. Den müssen wir jetzt hier vorbeischieben, ich erinnere mich. Wir konnten an diesen ganzen... Drunken Typis hier vorbei, das habe ich aber wieder nicht. Kotzt erstmal vorhin. Ups, bin auf B gekommen. Das wollte ich nicht. Heavy. So, jetzt können wir die erstmal eiskalt da durchrollen und die ganzen Typen mal schlagen, weil wir es können. Und
Matschepampe. Der Boulder, oh Mann. Natürlich. So, und wir können durchgehen. Jetzt kommt erstmal eine coole Stelle. Irgendwie sieht Kongas Textur aus der Entfernung komisch aus. Hey Maestro, don't you think that's a little bit too dramatic? Can you give me something with a bit more of a beat? Yeah. That's better. Jetzt kommt die coole Mucke. Schalalalalala. So. Ich bin natürlich total cool und nehme den coolen Weg, indem ich einfach runterspringe. So, was muss ich denn hier nochmal genau tun? Nachdenken. Hier sind die Typen, die uns, glaube ich, umbringen wollen. Ja, ich sag's ja. In der Mitte sollten wir uns eigentlich nichts tun. Jetzt können wir erstmal die Zwille rausholen. Da sind so Knöpfe. Die können wir natürlich erstmal abschießen. Dann fährt das hoch. Und auf der anderen Seite war einer nach unten. Oder ein Power-Action-Button. Das bringt uns aber, glaube ich, noch gar nichts. Wie war denn das nochmal hier? Wie muss ich das genau machen? Ich guck erstmal hier ein bisschen rum. Komm, komm, please. Boah, Alter, voll in der Luft erschlagen. Da sind Türen. Mit dem Symbol drauf. Muss ich das doch abschießen? Guck ich gerade mal auf der anderen Seite. Lalalalala. Guck mal, da ist... Warte mal. Mann, spring! Da ist ein Pfeil nach oben. Gut, wenn ihr meint. Dann press ich nochmal den anderen Button. Was anderes bleibt uns ja jetzt gar nicht mehr. So. Zack. Na echt, immer die oberste Kante. Jetzt fällt das nämlich wieder runter. Ja, und das war's auch schon. Bringt uns also... Boah. Nicht sehr viel. Ja, ja, das kenne ich schon. Wollt ihr mich verarschen? Dann bringe ich jetzt den Typen da um. Kommt jetzt angerannt? Nö. Mann, verdammt, was muss ich nochmal machen? Oh, leck mich doch. Ist hier noch irgendein Knopf? Weil ich meine, es kann ja nicht ohne Grund sein, dass ich jetzt schon hier die Schleuder benutzen kann. Wenn mir die Buttons hier noch gar nichts bringen. Salalalalala. Da hinten komme ich ja gar nicht hin. Wie die auch genau in einer Linie fliegen, ey. Mann, scheiße, was muss ich nochmal machen? Lalala. Gut, dann versuche ich jetzt einfach mal vielleicht auf den Dino da rauf zu gehen. Oh nein, das schlägt mich hier wieder. Conker, please. Lalalalala.
Wollt ihr mich verarschen? Wie ging denn das nochmal? Bin ich jetzt völlig blöde im Kopf? Also ich weiß, dass ich da noch raufen muss. Und da ist Geld, glaube ich, drauf. Aber wie komme ich denn darauf? Naja, Freunde, ich muss sowieso gleich den Part beenden. Wie ging das nochmal? Ich bin noch echt völlig blöd, oder? Boah, Alter. Sag mal. Okay, Freunde, ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Ich erkunde mich nochmal bis zum nächsten Part und dann sehen wir uns genau hier wieder. Tschüss.